Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Hallo allen von Hartz IV, Betroffenen und Bedrohten und allen, die Ihnen beistehen. Hier sind wir wieder mit der dritten Folge unserer Lesereihe Hartz IV, Hartz IV, Geschichten von Armut und Ausgrenzung. Beim letzten Mal habe ich von meiner Herkunftsfamilie, von meiner Theaterfamilie erzählt. Und heute möchte ich noch ein bisschen was erzählen zu meiner Karriere, Schauspiellaufbahn, die vor 50 Jahren begonnen hat. Damals lagen die Anfängergagen ungefähr bei 600 Mark monatlich, D-Mark monatlich. Heute liegt eine Anfängergage im festen Engagement bei 2000 Euro. Die Abendgagen an Kleintheatern lagen vor Corona meist so zwischen 50 und 100 Euro brutto. Proben an Kleintheater werden nicht bezahlt. Wer für einen Drehtag 1000 Euro bekommt, arbeitet dafür ungefähr eine Woche. Und wer 10 Tage pro Jahr hat, kann sich schon glücklich schätzen. Also die unkundigen Menschen denken ja, wenn jemand 1000 Euro Tagesgage bekommt, dann hat er das 365 Tage im Jahr. Nein, dem ist nicht so. Und seit März 2020 verdienen aber Tausende von uns nun gar nichts mehr oder kaum noch etwas und sind auf Hartz IV und edle Spenden angewiesen. Dazu gleich auch die Lesung. Zurück zu mir. Mein Vater war nicht mehr jung. Ich sollte und wollte möglichst schnell auf eigene Beine. Ich sollte und wollte auch ins Ausland, was damals ungewöhnlich war, wenn man nicht gerade als Au-pair-Mädchen gegangen ist. Ich habe schon schulbegleitend Schauspiel- und Gesangsunterricht bekommen und bin dann nach dem frühen Abitur nach Italien auf die Schauspielschule und stand mit 19 Jahren zum ersten Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, am weltberühmten Piccolo Teatro di Milano. Wer damals Anfang der 70er Jahre talentiert und fleißig war und noch einigermaßen gut ausgesehen hat, hatte gut zu tun. Als Frau muss man natürlich gut aussehen, die Männer nicht so. Ich war jung, ich wollte spielen, ich brauchte keine Feiertage und was gibt es alles noch nicht beim Schauspiel? Urlaub, geregelte Arbeitszeiten, 40-Stunden-Woche. Ich wollte einfach spielen. Und ich spielte Theater in Italien, Festengagements und Gastspiele in Deutschland und in der Schweiz und Fernsehen damals noch gut bezahlt. Mitte der 70er Jahre wurde dann das Farbfernsehen in Australien eröffnet. Und zwar mit der internationalen Fernsehserie Luke's Kingdom, Furbecks neues Land. Der Arbeitstitel war Kreuz des Südens, aber gelaufen ist es dann unter diesem anderen Titel. Die Dreharbeiten dauerten fast ein Jahr und ich war dabei in einer Hauptrolle. Regie hat Peter Weir geführt, der bald darauf mit Club der Toten Dichter, Truman Show weltberühmt geworden ist. Also für mich ein glänzender Beginn. Warum ich dann allerdings erst 35 Jahre später am Teatro Avenida in Maputo, Mosambik, Afrika gastiert habe, das Theater wurde seinerzeit geleitet von dem schwedischen Schriftsteller Henning Mankell. Warum das erst so viel später passiert ist, das erzähle ich ein anderes Mal. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil des Kapitels Milde Gabe mit Moralsenf. Darin geht es um die 90er Jahre, um Entmietung, Arbeit beim Synchron, um Muttersein, Wohngemeinschaften und, naja, um edle Spender. Und ich muss dazu noch mal kurz, für die, die das letzte vielleicht nicht gesehen haben, noch mal kurz die Anmerkung des edlen Spenders, eine Stiftung, ein Stiftungsvorsitzender. Diese Anmerkung muss ich kurz noch mal lesen. Er schrieb mir, aufgefallen ist, dass Ihre Bruttomiete gemessen an Ihrem derzeitigen Einkommen deutlich zu hoch ist und wohl auch dadurch der finanzielle Engpass entstanden ist. Der war aber entstanden, weil ich 2 Monate keine Mitbewohnerin hatte. Wir empfehlen daher dringend, sich schnellstmöglich um eine günstigere Wohnung zu bemühen. Dann habe ich ihm also die ersten Jahre als alleinerziehende Mutter, als Schauspielerin und so geschildert und jetzt sind wir beim Jahr 1991. Anfang der 90er Jahre wurden meine Tochter und ich entmietet.
Wir wohnten damals im Gärtnerplatzviertel in München, damals noch für 800 Mark. Es war gestiegen, die Miete, aber sie betrug da 800 oder 900 D-Mark, inklusive Nebenkosten. Was nach einem Vermieterwechsel zunächst als privates Ungemach erschien, entpuppte sich später als Beginn der erbarmungslosen Gentrifizierung des einst so gemütlichen Viertels. Ein Jahr lang suchte ich vergeblich eine Bleibe unterm weißblauen Himmel, wo just zu jener Zeit enthusiastisch die Kirchenglocken für das ungeborene Leben geläutet wurden. Ein Politiker, den ich um Hilfe bat, legte mir ans Herz, bei der Wohnungssuche mein Kind zu verschweigen. Fündig wurde ich kurz vor der Räumung, nur dank Tante Annas Finanzspritze und einer Mannesunterschrift. Kaution und Provision beliefen sich auf 10.000 Mark. Ohne Makler hatte ich gar keine Chance. Das neue Domizil war etwa so groß wie das alte und mehrfach so teuer. Wieder Wohngemeinschaft. Trotz geteilter Miete war mein Anteil innerhalb von 20 Jahren von niedlichen 200 Mark warm auf haarsträubende 1.200 Mark kalt gestiegen. Der Umzug war anstrengend, der Garten schön, der Hauswirt großzügig und mein Kind kam aufs Gymnasium und schloss neue Freundschaften. Inzwischen war ich 40. Da werden die Frauenrollen schon rar, auch beim Synchron. Nach der Wende und damit verbundenem Brancheneinbruch erweiterte ich erneut mein Tätigkeitsfeld. Ich schrieb Synchronbücher. Denn bevor im Studio Sprecherinnen den Text einsprechen, brauchen sie einen deutschen und lippensynchronen Text. Also, ich kaufte Fernseher, VHS-Rekorder, Fax, Kopierer, PC und Drucker, schleppte alles in den Keller, lernte den Gerätepark zu montieren und zu bedienen und übte mich darin, piepsenden Fehleranzeigen ohne hysterische Anfälle zu begegnen. Ein beachtlicher Lernprozess. Das heizungslose Kellerverlies blieb mangels Zeit und Geld unrenoviert. Zwischen Altpapier, Schuhregalen und Konservendosen, nur einseitig vom Strom- und geldfressenden Eheöfchen gebraten, habe ich Monitor und PC vor mir, Spielfilme übersetzt, Zeichentrickmärchen und Häschenlieder nachgedichtet, habe auf amerikanische, englische, italienische und französische Münder, auch manchmal auf chinesische und japanische, deutsche Texte lippenpassgenau gebastelt und gleichzeitig eine Etage höher Mittagsmenüs gebrutzelt, Pellkartoffeln allerdings regelmäßig anbrennen lassen. Wegen sprunghaft steigender Kosten und rasant sinkender Honorare ging ich nun auch an Sonn- und Feiertagen erst nach Mitternacht zu Bett mit Kühlkissen auf den vom Tippen geschwollenen Händen. Ich habe gekocht, geputzt, eingekauft, mit meiner Tochter Feste gefeiert, geredet, gestritten und gelacht, habe die Katze zum Tierarzt gebracht und eine Mitbewohnerin ins Krankenhaus begleitet, habe kaputte Stühle repariert und beim Bügeln Vokabeln abgefragt. Auf rauer Bahn zu den Sternen? Per aspera ad astra. Sitis libertatis? Das Verlangen nach Freiheit. Sub-Corona-Venire in die Sklaverei geraten. Nondum omnium gerum sol occidit. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Während der Dokumentarfilmwelle habe ich die Unterschiede zwischen Dornhorn und Stachelhain recherchiert und den Text zu einem arabischen Film, an dessen Dialekt drei Übersetzerinnen gescheitert waren, komplett neu erfunden. Ich übte morgens um 5:30 Pranayama, rührte nachts um 1 im Apfelgelee, weil ich den Apfelbaum vor meinem Fenster nicht enttäuschen wollte, der uns so treulich zentnerweise Äpfel vor die Füße warf, hielt die Steuerunterlagen adrett komplett, bildete mich fort und immerfort weiter, lud die Nachbarschaft zum Kaffee ein. Wenn meine Mutter zu Besuch kam, stürzte sie sich mit Schaufel und Hacke in den Garten. Das war Hilfe. Und manchmal stand ein Topf Suppe vor unserer Tür von einer Nachbarin. Da musste ich weinen. Als ich nach 3 Jahren doch endlich mal wieder im Biergarten saß und eine kühle Radlermass vor mir auszurechnen begann, wie viel Geld mir aufgrund dieses
Arbeitsausfalls am Monatsende fehlen würde, wurde mir bange. So konnte es nicht weitergehen. Es ging weiter. Nach der Doku kam die Softporno-Welle. Es gab kaum andere Aufträge. Ich hatte ein Kind zu versorgen. Was hätten Sie getan, Herr Stiftungsvorsitzender, Herr Dr. Retter? Lippensynchrones Texten verlangt Hinsehen, mehrfach, genau. Um das Trauma zu überleben, schrieb ich subversiv um. Und die zuständige Redaktion, offenbar ebenfalls traumatisiert, ließ mich gewähren. Falls dem geneigten Leser beim Schweinkinoabend Heilsteinbelehrungen oder unerwartete Anti-Porno-Polemik unterkommen sollte, diese deutsche Fassung muss von mir sein. Dann 1997 der Hörsturz. Tochter war zum Glück zu einem Schüleraustausch in den USA. Ich hörte die Glühbirnen in der Lampe schreien und wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Damals riet mir ein Nothelfer, doch eine günstigere Wohnung anzumieten. In einer Einraumwohnung hätte ich samt Schulkind und Büro doch gut Platz. Ob man auch Männern solche Vorschläge macht? Nach 5 Monaten ohne Einkommen und ohne Krankengeld krempelte ich wieder die Ärmel hoch, denn die Fixkosten liefen weiter und ich war blank. Karoshi, Tod durch Überarbeitung, in Japan nicht selten. Ich las davon und stellte fest, dass ich schon lange weit mehr als die für einen Karoshi nötigen Arbeitsstunden absolvierte. So durfte es nicht weitergehen. Aber es ging noch weiter. 2001. Tochter, Abi und Auszug. Zwecks Arbeitszeit- und Kostenreduzierung zog ich aufs Land. Schreiben kann man überall. Doch die Idylle währte nur kurz. Wasserschaden, 9/11, Kirchmedienpleite, Branche am Boden. Auftragslos saß ich im gefluteten Fachwerk. Viele waren auftragslos. Eine Kollegin verlegte sich auf Telefonsex. Porno geht immer. Danke, ohne mich. Meine Tochter war aus dem Haus, bekam Stipendium und BAföG. Eine günstige Wohnung? Nun gut, für die damaligen Verhältnisse war sie noch günstig, lockte mich zurück in die teure Stadt, aus der ich geflüchtet war, München. Mein geliebtes München. Für den Makler legte ich mein letztes Geld auf den Tisch, denn wieder war ohne Makler nichts zu bekommen. Für eine alleinerziehende, ex-alleinerziehende Freiberuflerin. Und vielleicht habe ich den Mietvertrag nur bekommen, weil die Hauswirtin zum fahrenden Volk gehörte und eine vogelfreie Seelenverwandte in mir sah. Schlafzimmer, Büro, Wohnküche, Bad und ein 40 Quadratmeter Raum. Ideal für Yoga-Unterricht. Und ich war doch auch Yogalehrerin. Also, ich beantragte einen Zuschuss für die Gründung einer Ich-AG. Antrag abgelehnt. Als Freiberuflerin war ich ja immer schon sowas wie eine Ich-AG. Na schön, dann also wieder Wohngemeinschaft. Das hatte sich ja schon bewährt. Und wer bei mir einzog, wohnte gut und wohnte gern bei mir, wenn auch meist nur für ein Jahr. Die Wohngemeinschaften sind immer in Bewegung und wie schon gesagt, die Aufenthaltsdauer eines Wohngemeinschaftsmitgliedes ist selten länger als die Lebensspanne eines Goldhamsters, 1 bis 2 Jahre. Kein Anspruch auf Arbeitslosengeld als Freischaffende und kein Anspruch auf Krankengeld. Und ich wurde krank. Diesmal noch fieser und noch länger. Und vom Antrag auf Erwerbsminderungsrente bis zur ersten Zahlung sollten Jahre vergehen. Und in den Mauern des Unsozialamtes, das nun Jobcenter heißt, tobt ärgerer, kontraproduktiver Wahnsinn als ehedem. Und so stehe ich mit ALG II und der noblen Reisetasche aus besseren Zeiten bei der armen Tafel. Denn die Mietbeiträge der wechselnden WG-Mitglieder verbessern nicht meinen Lebensmitteletat. Sie reduzieren lediglich staatsfreundlich die Kosten der Unterkunft. Doch nicht immer, werter Herr Dr. Retter,
findet sich leicht jemand zum Zusammenwohnen. Bei einer Lichtenzimmerhöhe von 2,20 Meter erscheint der 2-Meter-Mann doch etwas zu groß. Der Ingenieur mit Projektauftrag möchte für 3 Monate gleich seinen ganzen Hausstand mitbringen. Der Azubi, seine Freundin, die Verkäuferin ihren Hund, die Studentin ihren nicht kastrierten Kater. Und der frisch geschiedene Steuerberater meint, er könne sich gut vorstellen, sein Büro in meine Wohnung zu verlegen. Er bräuchte allerdings 2 Zimmer, ob mir eines nicht ausreiche. Das Schwerste war, die Mutter mit Säugling abzuweisen. Leichter fiel mir das bei dem jungen Mann mit dem Totenschädel-Tattoo, der mit Terrarium und ein paar kleinen Drachen einziehen wollte. Nein, danke. Ich möchte auch mitreden dürfen. Ich will ein Büro. Arbeit unterm Bett macht mich krank. Ich möchte nicht, dass jemand mit Straßenschuhen durch meinen Flur latscht. Meine Küche ist zu klein für 2 Kühlschränke, Brot, Backautomaten und Mikrowellenherde. Und angesichts offenstehender Klodeckel und hochgeklappter Klobrillen werde ich wild. Billigt man mir so viel Lebensgestaltung noch zu? Oder ist armen Frauen und vor allem armen Frauen alles zuzumuten? Sicher ist, wer armen Menschen Hilfe gewährt, gibt meist auch noch seinen Moralsenf dazu. Mal wohlmeinend, mal weniger. Denn wer arm ist, muss etwas falsch gemacht haben, bedarf also der Belehrung. Und so, werter Herr Dr. Retter, bekam ich neben Ihrer milden Gabe, die 2 Monate ohne Mitbewohnerin überbrücken half, diesen Klacks Moralsenf von Ihnen auf meinen ansonsten eher leeren Teller. Anmerkung. Aufgefallen ist, dass Ihre Bruttomiete deutlich zu hoch ist. Darf zornig werden, wem Hilfe zuteil wird? Meine Dankbarkeit gilt der Hilfe. Mein Zorn gilt der Entmündigung. Doch wer sich nicht entmündigen lässt, gilt leicht als undankbar. Nein, edler Spender, nicht meine Miete ist zu hoch, sondern die Mieten sind zu hoch, obszön hoch. Der finanzielle Engpass ist nicht durch tolldreistes Anmieten einer Luxussuite entstanden, sondern weil Armut von Gierigen gemacht wird und so verdammt weiblich ist, oft so verdammt weiblich, weil Frau sein ein Armutsrisiko ist, weil Mutterschaft das Risiko erhöht und Single-Mutter-Dasein das Risiko auf 40% treibt. Mit einem Satz, mein wohlmeinender Gönner, meine Scheißarmut ist zurückzuführen auf ein mutiges Leben in einer skrupellosen Gesellschaft. Wir empfehlen daher dringend, sich schnellstmöglich um eine günstigere Wohnung zu bemühen. Ach, Herr Stiftungsvorsitzender, wo fände ich etwas Günstigeres? Und wer würde an mich vermieten? Und ich habe keine Lust auf ein einsames Sardinenbüchsenleben. Ich bin ohne Zwischenmieten 18 Mal umgezogen und habe bei 2 Dutzend Ein- und Auszügen assistiert. In einem halben Jahrhundert, also bei mehr als 40 Umzügen, Hand angelegt. Beim Gedanken an Umzugskartons könnte ich speien. Wie viele haben Sie in Ihrem Leben schon geschleppt? Ich besitze nicht einmal ein altes TÜV, mit dem man Kleinkram transportieren könnte. Ich habe noch nie ein Auto besessen. Ich kann nicht Auto fahren und tragetauglich bin ich auch nicht. Ich habe einen Führerschein, aber ich kann nicht mal Auto fahren. Wer sollte die Helfer bezahlen? Den Umzugswagen, die Kaution und vor allem, werter Herr Dr. Retter, umziehen ohne behördliche Erlaubnis ist mir verboten. Und bis eine Genehmigung eventuell endlich erteilt würde, wären die 10 günstigeren Wohnungen, die Sie mir sicher nennen können, längst vermietet. Zumal die von Ihnen angestrebte Lösung einer Untervermietung, wie man sieht, auf Dauer nicht tragfähig ist. Ich könnte schreien. Aber schreien nützt nichts. 2009. Gestern ist ein netter junger Mann bei mir eingezogen. Mitbewohner Nummer 25.
Demnächst kommt sein Freund zu Besuch und meine Tochter. Die schläft auf der Kuschelecke in meinem Schlafzimmer. Dann wird es eng mit all dem Reisegepäck. Sie kommt aus der Mongolei. Und ich koche für alle, die da sind, mit Zutaten von der Armentafel. Und wir reden und lachen und haben es gut. Ein Held, so heißt's im Duden, ist jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt. Die Helden haben jedoch meist, wenn sie heimkamen, ein warmes Essen vorgefunden und saubere Wäsche. Sie nicht, Herr Dr. Retter? Ich nie. Nur Moralsenf. Mit freundlichen Grüßen. Ihre erleichterte und erzürnte Almosenempfängerin. Heute weitere Fakten zur Armutsgefahr. Die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam berichtet, infolge der Covid-19-Pandemie könnten bis zum Jahresende täglich weltweit bis zu 12.000 Menschen an Hunger sterben, möglicherweise sogar mehr als an der Krankheit selbst. Oxfams Bericht The Hunger Virus zeigt, dass in diesem Jahr 121 Millionen Menschen infolge der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wie Massenarbeitslosigkeit, Unterbrechung der Nahrungsmittelversorgung und rückläufige Hilfsgelder an den Rand des Verhungerns getrieben werden könnten. Während sich die Pandemie über die ganze Welt ausbreitete, schütteten die 8 größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen ihren Aktionärinnen seit Januar über 18 Milliarden Dollar aus. Das ist 10-mal mehr als der Betrag, den die Vereinten Nationen benötigen, um Hunger zu bekämpfen. Frauen und Haushalte, bei denen Frauen die Haupternährerinnen sind, sind besonders stark vom Hunger bedroht. Frauen waren schon vor der Pandemie durch systemische Diskriminierung verwundbar, da sie weniger verdienen und weniger Vermögen besitzen als Männer. Überraschung, wer hätte das gedacht? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.01. berichtete, die Armutsgefahr für Alleinlebende ist in Deutschland deutlich gestiegen. Ende 2019 waren den Daten der Bundesregierung zufolge 26,5% der Alleinlebenden von Armut bedroht. Durch die Corona-Pandemie werde sich die Lage für Alleinlebende weiter verschärfen. Und die Saarbrücker Zeitung berichtete, lebte im Jahr 2006 noch rund jeder fünfte Einpersonenhaushalt an der Armutsschwelle oder darunter, so war es 2019 schon mehr als jeder vierte. Als armutsgefährdet gilt, wer mit weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes äußerte 2018, Wohnungspolitik sei ein Problem, das wächst, obwohl ständig etwas dagegen getan wird. Kritisch sei die Situation für Jugendliche und Senioren, Geflüchtete, Menschen mit Behinderung und auch für Frauen. Für sie verschärfe sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt wegen der stetig steigenden Mieten dramatisch. Professor Dr. Stefan Sell schreibt in seinem Internetblog Aktuelle Sozialpolitik zur Wohnungspolitik: Während es Anfang der 1980er Jahre noch 4 Millionen Sozialwohnungen gab, sind es heute nur noch 1,2 Millionen. Jährlich fallen weiter etwa 80.000 Sozialwohnungen aus der Förderung heraus, nur etwa 25.000 werden neu gebaut. Bis 2030 müssten jährlich 160.000 dauerhafte Sozialwohnungen geschaffen werden. Zur Rentenpolitik. Bei 26- bis 35-Jährigen existiert praktisch
noch keine Rentenlücke. Doch von da an öffnet sich die Schere. Danach sammeln Männer deutlich mehr Rentenpunkte bei der gesetzlichen Rentenkasse als Frauen, was später zu deutlich höheren Ruhegeldzahlungen führt. In der Altersgruppe von 36- bis 45-Jährigen liegt die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern bei 15%. Bei den 46- bis 55-Jährigen steigt sie auf 27%. Und jetzt in meinen Worten nochmal für die, die so schlecht mit Zahlen sind wie ich. Das heißt, Frauen in den alten Bundesländern 710 Euro brutto im Durchschnitt Rente, neue Bundesländer 1023, Männer West 1139 Euro und Ost 1212. Krankenversicherung und Pflegeversicherung gehen noch ab davon. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein raucht.